Wie versprochen im vorigen Video mache ich euch die Lebendmausefalle. Und ihr braucht einen Eimer, der gerade ist, Stück Pappe, vom Durchmesser vom Eimer bis Nutella. Genau, auf dem Nutella stehen die Mäuse. Dann ein Stück Käse, vielleicht ein bisschen Speck oder so. Das tust du alles rauf und dann den Aufbau einfach folgen, wie ich das gemacht habe. Und dann wünsche ich euch viel Glück, dass ihr die Maus fangt, die ihr dann habt. Und lasst ein Abo da, einen Kommentar oder einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Danke. Wichtig ist, dass es ein gerader Eimer ist, also nicht nach unten oder nach oben weg, sondern gerade. Also nach, wenn das oben wäre, würde es wahrscheinlich auch gehen. Aber einfach einen geraden Eimer, der gerade runter geht und nicht schräg nach oben. Das ist wichtig. Dann nehmen wir hier einen schönen, ja, ihr wisst ja, meine Sachen kommen von Amazon. Und dann nehme ich einfach hier so eine Breitschneide. Das ist ungefähr die Breite, die eine Maus hat. Von der, weiß ich nicht, wie viel Zentimeter. Guck mal, Moment. Ungefähre Breite. Ja, 4 Zentimeter. Also 4 Zentimeter. Das reicht. So, jetzt legen wir es dahin und schneiden einmal so einen Halbbogen. Kann ein bisschen. Ja, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. So, jetzt ist er natürlich zu lang. Aber ich taste mich da lieber langsam ran. Weil wenn er zu viel abgeschnitten hat, ist es schlecht. Und man muss auch wirklich gucken, dass man einen kleinen Bogen kriegt, also keinen großen. Umso kleiner der Bogen, umso besser. Ja, und jetzt genau das, was nicht sein soll. Es ist zu viel. Also gut. Nochmal probieren. Haben wir wieder die 4 cm. Ja, passt. Bisschen breiter ist es jetzt. So. Welcher Bogen gefällt mir der da oben? So, und jetzt war das zu viel, dann gehen wir hier hin, hier, so. Und schneiden das ein bisschen länger ab. Es war ja nur minimal, das ist das Problem. Es geht um ein paar Millimeter, die wir brauchen. So. Ich kann gleich wieder. Bitte lass es jetzt reichen. Ja. So. So, das ist jetzt der Trick. Das ist jetzt das Minimale. So. Und man hat mir gesagt, dass Mäuse lieben Nutella. Nutella. So. Und im Endeffekt ist ja klar, wie es funktioniert. Die Maus kommt bei und da nicht. Aber auf der Seite. Ja. Da muss man den muss man natürlich auch noch eine Hilfe geben, dass sie da hinlaufen oder so, ne? Also man stellt es rauf und dann Quatsch. So. Also tun wir jetzt mal Nutella und Käse in den mit rein. Warte mal. Warte da. Also manche kommen auch bei und tun Speck rein und so. Wie gesagt, es geht ja darum, dass es eine Lebendfalle ist. Nimmt sich ein bisschen Nutella und kommt bei und tut das richtige Stück erwischen, das ist das falsche. Da in der Mitte einfach so ein bisschen Nutella raufschmieren, dass sie da richtig dran schlecken muss. Da wird sie sowieso nicht hinkommen, soweit, wenn es nach meinem Ding geht. Wie gesagt, und ich habe natürlich jetzt keine Maus da, ne? So. Hier habe ich noch Käse von der Käsefalle. Nimm mal ein bisschen Käse hier. Müssen wir an den frischen Käse kommen. Tun den hier ein bisschen hin. Einfach um
was so zu finden, sie zu locken. Man kann jetzt noch einen gewissen Speck drauflegen. So, das ist jetzt gut Deutsch der Aufbau der Falle. Die Vorbereitung. So, und jetzt haben wir das Ding ja, funktioniert es wirklich? Gute Frage. Also noch sind wir nicht bei dem, wie kommt die Maus rauf, sondern funktioniert es. Also man muss es wirklich vorsichtig hinlegen. Man kann auch vielleicht, wenn man die Maus auf eine Richtung lenken möchte, kann man zum Beispiel hier eine Rampe bauen oder wie ich es denn gemacht habe, das erkläre ich dann später. So, aber ich habe mich erkundigt, eine Maus wiegt zwischen 10 und 30 Gramm. Also eine Maus wiegt zwischen 10 und 30 Gramm. Ich habe hier ein Ü-Ei mit Zucker gemacht, das sind 25 Gramm. So, das Ding ist jetzt zum Beispiel, ich spiele jetzt mal Maus. Das ist jetzt gut Deutsch die Vorrichtung oder Sofa. Du kommst da hin. Und jetzt kommt die Maus hier hin. So, jetzt geht die Maus einfach ein Stück weiter. So, da ist die Maus jetzt drauf. Also man sieht, es kracht dich sofort ein. Jetzt geht die Maus weiter. Ja, siehst du, liegt falsch. Also es müsste halt wirklich austantralieren. Nehmen wir mal die andere Seite. Dann war es die falsche Seite jetzt. Genau. Also die fliegt total schnell rein. Und ihr setzt es halt wirklich knapp auf. Und das Ding ist, die Maus geht da eigentlich rein und platsch. Genau so soll es sein. Und dann hat sie da was zu fressen. So, jetzt nehmen wir einfach mal 10 Gramm. Probieren das gleiche. Also man sieht, wie das funktionieren soll. Man muss dir natürlich dann noch eine Vorrichtung geben. Wie macht man das? Ich zeige euch das, wie ich das gemacht habe. Leider, wie gesagt, ist die Maus wahrscheinlich schon wieder raus gewesen. Oder Gott sei Dank, dann hat sie sich nicht an den Eimer verletzt. Jetzt kippen wir hier einfach mal Zucker raus und machen 14 Gramm. Funktioniert es mit 14 Gramm? Wir legen die wieder ganz vorsichtig rein. Ja, siehste, jetzt ist er wieder falsch eingestellt. Jetzt könnte die mit 14 Gramm sogar weitergehen. Das ist das Ding, ne? Aber die Maus macht eine Bewegung. Und schon ist es drin. Schon ist eine 14 Gramm Maus in die Falle. Und das Gute ist, man kann den Eimer nehmen, die dann raustragen. Und der Maus geht's bis auf runter auf Plumpsen. Ganz gut. So, jetzt probieren wir mal 10 Gramm. Weil 10 Gramm sind die kleinen Mäuse. 11. 10 Gramm. So, funktioniert dieser Aufbau auch bei... Kann man, warte mal, darf man ganz kurz? Also wenn man sieht, ich lege das hier ganz knapp, eigentlich schon fast hier beim Runterfallen wieder rauf. Also der liegt das... Ja, halt mal so hin. Ich lege sie so knapp hin, dass sie da wirklich nur knapp drauf ist. Ups. Siehst du, da sieht man noch vom Rand was. Also, da sieht man noch. Der Winkel ist blöd. Also so lege ich es hin. Und jetzt halt mal fest. Geh mal drauf. Ich lege den wieder vorsichtig drauf. Plumps gleich rein. Okay, mal so. Gut, dann legen wir sie ein Stück weiter. So. Okay, machen wir es so. So. So, das ist jetzt wieder, wie gesagt, Maus. 10 Gramm. Und plumps, schon ist sie drin. So, und mein Versuchsausbau war, weil ich ja jetzt keine Rampe oder so habe, ich habe dann gesehen, wo ich die Maus hatte. Komm mit. Einfach mal. So, ich habe dann einmal hier hingestellt und habe der Maus gut Deutsch gesagt, guck mal, hier ist was Schönes zu essen, weil die Maus kam von hier unten raus. Also kann die Maus hier oben hin, hinter den Sitz hochkrabbeln, geht hier hin und muss ja dann auf das Teil hier rauf. Das heißt, die Maus geht dann hier. Hops, legen wir sie vorsichtig drauf. So, jetzt setzen wir unsere Maus mal ab.
So, jetzt hole ich wieder den. Warte, bleib mal drauf. Das Stück Pappe, dann sieht man, dass da auch kein schwerer Gewicht drauf ist. Und schon ist sie drin. Wie gesagt, und dann kannst du einfach die Maus nehmen. Die hat da was zu fressen in dem Moment. Für 10 Gramm geht auch. Also, das war die Mausefalle, die lebende, die ich gebaut habe. Also, und ich habe einfach Zucker genommen als Ding, weil das Ü-Ei alleine, wiegt, glaube ich, 4 oder 5 Gramm. 4 Gramm. 4 Gramm. Deswegen habe ich einfach noch Zucker genommen als Dings. Und wie gesagt, Käse, eine Scheibe und ein bisschen Nutella. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da, einen Kommentar, Daumen nach oben. Schickt das weiter, den Link an eure Freunde, Bekannten, wenn euch das gefällt. Wenn ihr jemanden wisst, der mit Mäuse zu kämpfen hat. Wie gesagt, das Gute ist, die Tiere bleiben am Leben. Man kann sie schnell raus. Und da, man hört es ja auch, weil die Mäuse dann im Eimer natürlich versuchen rauszukommen. Das heißt, man sollte gucken, dass man das dann auch da aufstellt, wo man sie hört, dass sie dann nicht verhungern oder verdursten oder so. Weil wenn man Schälchen oder so reinstellt, ist auch schlecht. Ja, und man sollte diese Eimerchen dann, wenn man es nicht hört, mindestens alle Stunden mal kontrollieren. Wenn man jetzt eine größere Familie ist oder so, könnte man zum Beispiel auch sagen, du guckst in der Stunde, du guckst in der Stunde nach. Weil man ja auch in der Nacht kontrollieren muss, denn ob die Eimer, ob da was drin ist oder nicht, weil es ist halt nicht gut für eine Maus, wenn sie in den Eimer ist und was zu essen hat. Also auch wenn sie Nutella und Käse hat, ist das für eine Maus, die freilebend ist, nicht gut, wenn sie in so ein kleines Gefäß eingeschwenkt ist. Ne? Und wenn er wirklich damit Probleme hat, ist es einfach die billigste Lebendmausefalle, die es gibt. Die Eimer kriegt man manchmal bei Obst hinterhergeschmissen. Da muss man aber bei gucken, bei Rewe, die sind konkav, sie gehen so nach außen, also konkav, und das ist schlecht. Weil bei konkav können sie halt auch versuchen, hochzukrabbeln. Ne? Und wenn da denn Rillen sind, die brauchen ja nur ein ganz kleines Stück erwischen, wo sie die Kralle reintun können, und schon haben sie erwischt. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!